Kozuki Oden hat in letzter Zeit eine große Rolle in der One Piece Geschichte gespielt, obwohl er schon Jahre vor Ruffy und den anderen gestorben ist. Oden zählt zu den Schlüsselcharakteren im Wano Kuni Arc und wäre der Shogun des Landes, hätte er nicht ein unglückliches Ende durch Kaido und Orochi erlebt. Obwohl Oden noch wirklich nicht lange Teil der Serie ist, hatte er ein ziemlich vollgepacktes Leben und seine Wege kreuzen sich mit einigen der einflussreichsten und wichtigsten Figuren in der One Piece Geschichte, unter anderem Whitebeard und Roger. Er ist einer der wichtigsten Charaktere, denen man bisher begegnet ist, und mit so viel Wissen über ihn müssen einige Dinge noch geklärt werden. Nichtsdestotrotz sind hier 10 Fakten über Kozuki Oden, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Seine Namensgebung. One Piece hat kein wirkliches Motiv, wenn es um die Charakternamen geht. Der Name passt einfach zur Persönlichkeit des Charakters und Oda scheint Odens sorgfältig ausgewählt zu haben. Denn Oden selbst ist eine traditionelle japanische Brühe, die normalerweise im Winter serviert wird. Odens schreckliches Schicksal, seine Hinrichtung, macht nämlich sehr viel Sinn, wenn man es so betrachtet. Denn sein erster Deal mit Kaido bestand darin, dass er eine Stunde gekocht wurde, und diese eine Stunde bezieht sich tatsächlich darauf, wie lange Oden, also die japanische Brühe, zum Kochen braucht. Ich war selbst überrascht bei dem Fakt, aber an sich macht das auch sehr viel Sinn. Eine gottähnliche Persönlichkeit. Odens große Persönlichkeit hebt sich immer von denen um ihn herum ab. Es ist etwas, das ihn oft in Schwierigkeiten gebracht hat, aber es ist auch eine seiner bestimmenden Charaktereigenschaften. Odens Persönlichkeit ähnelt sich nämlich sehr stark mit der des japanischen Sturmgottes Susanoo no Mikoto. Beide hatten ein großes Ego und wurden wegen ihrer lächerlichen Handlungen verbannt. Außerdem benannten sie beide ihre Schwerter gleich und sie erholten sich beide, indem sie einen rechtschaffenen Weg gingen. One Piece und generell der Wano Kuni Arc sind sehr geprägt von der japanischen Mythologie und Göttergeschichte, weswegen man die Ähnlichkeiten auch hier ein weiteres Mal sehr stark erkennen kann. Verbindung zu Herkules. Susanoo no Mikoto ist nicht die einzige mythische Figur, der Oden ähnelt. Es scheint, dass Oda bei der Erschaffung dieses Charakters auch auf die griechische Mythologie geachtet hat. Oden hat nämlich auch einige Ähnlichkeiten mit Herakles bzw. Herkules. Sie waren beide nämlich unglaublich stark, selbst als sie Kinder waren, und sie hatten beide eine ziemlich ähnliche Geschichte. Einige von Odens Handlungen in seiner Geschichte scheinen auf den 12 Arbeiten des Herakles zu beruhen oder zumindest von ihnen inspiriert zu sein. Es gibt auch eine Reihe anderer, zum Beispiel wie sie beide zu einem bestimmten Zeitpunkt Seeleute waren und wie sie beide Väter hatten, die in gewisser Weise Herrscher waren. Sein Geburtstag. Die meisten Mangas tendieren dazu, die Geburtstage bestimmter Charaktere in die Geschichte einzubeziehen, aber Oda macht einige ziemlich clevere Dinge mit Oden, um einige echte Referenzen zu machen. Oden wurde nämlich am 22. Februar geboren und der 22. Februar ist zufällig auch der nationale Oden-Tag in Japan, und was noch verblüffender ist, dass der Tag, an dem Kapitel 972 erschien, also das Kapitel, in dem Oden getötet wurde, ebenfalls der 22. Februar ist. Mindfuck des Todes. Zwei Schwerter. Schwerter sind Odens bevorzugte Waffe, aber dieser Typ on his own verursacht selbst so viel Chaos, dass man leicht vergisst, dass er sie sogar benutzt. Odens zwei Schwerter heißen Enma und Ameno Habakiri und er trug sie oft über der Taille und sie spielen immer noch eine wichtige Rolle in der Geschichte. Unterschiede zum Anime. Wie bei fast allem gibt es einige Unterschiede zwischen der Darstellung von Oden im Anime und der Darstellung im Manga. Sie sind nicht wirklich groß, aber dennoch erwähnenswert. Der Anime fügte im Grunde genommen in einigen zusätzlichen Szenen einen Rückblick auf Odens Vergangenheit hinzu. Die Änderungen im Anime verdeutlichten eigentlich einfach nur, was im Manga bereits angedeutet wurde, nämlich dass Oden ein absolutes Kraftpaket im Kampf war. Und für die Leute, die wie ich jetzt lange Zeit nur den Manga verfolgt haben, schaut echt mal wieder in den Anime rein. Ich finde die Animationen im Vergleich zum Zoo-Arc, damals wo ich aufgehört habe, den Anime zu verfolgen, einiges besser, und über ein paar extra Szenen freut man sich als One Piece Fan ja immer. Seine Jugend. Oden war in seiner Jugend ziemlich verrückt. Der springende Punkt seiner Charakterentwicklung war es zu zeigen, wie sehr er gereift ist, und die Tatsache, dass er sein Land im Grunde genommen verloren hat, ist eine von vielen Tragödien, die ihn umgeben. Odens Traum war es immer, Wano zu verlassen und die Welt außerhalb zu erkunden. Obwohl er rücksichtslos war, hätte sich die Geschichte ganz anders entwickelt, wenn er niemals diese impulsive Persönlichkeit gehabt hätte. Miyamoto Musashi. Oden teilt eine Eigenschaft mit einer
weiteren berühmten japanischen Figur, nämlich Miyamoto Musashi. Dieser war während der Sengoku-Zeit ein berühmter japanischer Schwertkämpfer und Philosoph. Die Sengoku-Zeit ist eines der bewegtesten Zeitalter in der japanischen Geschichte. Das einzige Merkmal, das Oden mit Musashi wirklich teilt, ist die Tatsache, dass beide zwei Schwerter trugen. Dies könnte jetzt nur eine stilistische Anlehnung und Entscheidung von Odas Seite sein, aber angesichts der Tatsache, wie sehr die japanische Geschichte und Folklore den Wano-Arc beeinflusst hat, ist dies wahrscheinlich auch eine direkte Referenz. Goemon Exekution. Odens tragischer Tod ist sehr ähnlich zu dem, was einer anderen berühmten japanischen Figur widerfahren ist, nämlich Ishikawa Goemon. Goemon wurde zum Tod verurteilt, indem er in einem Topf Wasser lebendig gekocht wurde. Goemon sollte mit seinem kleinen Sohn hingerichtet werden, aber es gelang ihm, ihn zu retten, indem er ihn über den Kopf hielt. Und das ist wieder einmal eine direkte Parallele dazu, wie Oden seine Gefolgsleute damals gerettet hat, indem er sie hochgehalten hat. Beeindruckender Kampfrekord. Oden war zu seiner Zeit ein ziemlicher Kämpfer, wenn nicht sogar der Kämpfer. Oden geriet früher in Unmengen von kleineren Rangeleien und Kämpfen, aber einige seiner späteren Begegnungen waren mit Abstand die beeindruckendsten. Oden kämpfte gegen fast jeden, mit dem er in Kontakt kam, von Banditen und einem Berggott bis zu legendären Piraten wie Kaido, Whitebeard und sogar Roger. Ich persönlich finde, Oden ist mit der krasseste, denn wer sonst hat schon gegen drei Kaiser in seiner Historie gekämpft? Und damit sind wir wieder mal durch für heute. Das waren 10 Fakten zum legendären Kozuki Oden. Wie wir gemerkt haben, hängt dieser Charakter sehr viel an der japanischen Geschichte und Oda hat sich wirklich sehr viel Mühe bei der Erschaffung dieses Charakters gegeben. Und wenn ihr das Video bis zu diesem Punkt geschaut habt, schreibt mal Hashtag Oden in die Kommentare und abonniert den Kanal für weitere tägliche Videos zu One Piece und anderen Animes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!